Stadler. Vielen Dank, Herr Stadler. Herr Präsident, ich habe heute für diesen Bericht gestimmt, und es ist ein kleiner historischer Bericht und ein historischer Beschluss. Es ist der erste Beschluss dieses Parlaments gegen die Abtreibung. Deswegen habe ich aus diesen grundsätzlichen Erwägungen für diesen Bericht gestimmt. Ich möchte allerdings klarlegen, dass ich die Formulierungen in den Punkten 23, 24 und 40 nicht mittrage. Es gab keine getrennte Abstimmung, daher möchte ich das hier klarlegen, dass diese Formulierungen von mir nicht unterstützt werden. Ansonsten wird der Bericht von mir aus grundsätzlichen Erwägungen unterstützt. Ich möchte bezogen auf die Tabakdebatte die Gelegenheit noch einmal nutzen, auf den Widerspruch aufmerksam zu machen, dass wir hier zu Recht gegen Abtreibung auftreten, aber gleichzeitig es im Haus abgelehnt haben von der Questur, dass Schockbilder gezeigt werden von Lebensschützern, die die Abtreibungsproblematik thematisieren wollten. Wir lehnen es hier im Haus ab, von Lebensschützern eine Ausstellung zu betrachten über Abtreibung. Gleichzeitig fordern wir aber den Konsumenten draußen Schockbildern auf den Verpackungen. Verstehen Sie, das ist ein Widerspruch, den niemand versteht. Dankeschön. Next speaker ist Madame Gelink. Frau Görling ist die nächste Rednerin. Thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin manchmal besorgt dahingehend, dass der Frauenausschuss des Parlaments sich mit Fragen befasst, die eigentlich nationale angehen.